Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 1. Und ihr wundert euch sicherlich, was mache ich hier? Ich hatte jetzt keinen Bock, das jetzt noch in einem Video zu machen, wie ich hier rausgekommen bin. Ich habe ein bisschen verzweifelt, was ihr in den letzten 5 Minuten circa vom letzten Part gesehen habt. Ich hatte ein paar Probleme, da rauszukommen. Hab's dann aber auch geschafft nach sonst was 1000 Kämpfe. Wäre wahrscheinlich sogar noch ein Part gewesen, während ich rausgekommen bin. Also es hätte mit Sicherheit einen ganzen Part gebracht noch, und darauf hatte ich wirklich keinen Bock. Und ihr wahrscheinlich auch nicht, weil er voller Kämpfe ist und ich die ganze Zeit verzweifelt war. So, wohin ich jetzt gehe, ist zum Westschloss, was wir jetzt gleich da oben sehen. Wir haben ja jetzt die Krone gefunden und die müssen wir jetzt dem guten König wiedergeben. Und das ist das, was wir jetzt machen müssen. Natürlich müssen uns die Gegner da jetzt gerade noch ein bisschen behindern, indem sie uns mit 1 abziehen. Also, sie ziehen die ganze Zeit 1. Nicht gerade stark. Aber egal, ja. So. Die Kämpfer, ihr habt es aber auch heute mit allen Kämpfen, ne? Ha, egal. Auf jeden Fall sind das keine ernstzunehmenden Gegner. Ja, Wolf, hallo, was ist ein Wolf? Wölfe sind gar keine Gegner. Also für mich jedenfalls nicht. Ah, die Musik ist super. So. Ich will mich jetzt gerade noch heilen. Wieso ich mich heilen will, das seht ihr gleich. Seht ihr, warum ich es gleich mache? Ganz ehrlich, dann hätte ich jetzt auch gleich wieder einsetzen können. Scheiß drauf. Wir gehen jetzt nach oben zum König, der unbedingt die Krone wieder haben will. So. Er lacht. Hahaha. Ihr törichten Narren, eure Torheit übertrifft meine Erwartungen. Bei weitem, denn ich bin Astors, König der Dunkelelfen. Mit der Kraft der Krone, die ihr mir gebracht habt, und der Kraft des Kristallauges werde ich nun über alle Elfen herrschen. Ich werde sie alle unterjochen. Ihr wollt mir die Krone nicht geben? Dann hole ich sie mir eben. Und damit gehen wir in einem epischen Bosskampf gegen Astors vor, der hässlich aussieht. So, dazu setzen wir erstmal Exfoil ein und komm mit Blitzrad. Blitzrad! Hat aber nicht gerade viel gezogen. So. Wir sind jetzt gegen Feuerschäden immun. Also sie ziehen nicht viel. Ich versuche es mit Eisra. Exodus. Ui. Exodus, das ist ein Todzauber. Und wir haben gewonnen. Wir erhalten Kristallauge. So, wir haben ihn besiegt. Und können jetzt gehen. Ein schwacher Boss, wenn es nach mir gehen würde. Ein sehr schwacher Boss. Naja, wir haben nicht gerade lange gebraucht für ihn. Ja, aber so stark sind wir gar nicht gewesen. Hallo, wir sind... Ja, okay, 20. 21 sind wir.
Ja, aber trotzdem, Leute, das ist nicht stark. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir haben ja jetzt gerade das Kristallauge bekommen. Und jemanden gehört das Kristallauge. Und genau dem müssen wir das jetzt wiederbringen. Und wo der ist, ja, das ist ein bisschen komplizierter. Ich persönlich wusste es jetzt auch nicht wirklich. Vielleicht werde ich jetzt auch gleich ein paar Probleme haben, diesen jemanden zu finden. Jedenfalls will ich jetzt erstmal mal zum Schiff zurück. Ja, ich muss mit dem Schiff weiter. Ja, die Gegner sind ein bisschen hartnäckig. So, dass die Elfenstadt, da müssen wir aber nicht hin. Sondern wir müssen zu unserem Chef. Meine Herren, ey. Wie viele Kämpfe jetzt schon aufgekommen sind. Naja, ach Junge, ich wollte jetzt gerade sagen, yay, wir haben das Schiff erreicht und schon kommt davor noch ein Kampf. Hartnäckige Gegner, würde ich sagen, hartnäckige, aber mal so richtig. Jetzt haben wir es geschafft. So, wir müssen in den Norden. Vorbei hieran. Ich muss mich ein bisschen orientieren, weil ich jetzt gerade nicht so... Nein, da müssen wir nicht lang. Oder müssen wir da doch hin? Egal, wir gucken ein bisschen. Das ist die Sache, die ein bisschen blöd ist. Aber das macht Final Fantasy aus, man muss immer suchen. Genau wie bei den Rätseln, man muss immer suchen. Wobei die Rätsel auch eher einfach gehalten sind. Und jetzt, glaube ich, gehen wir wieder zurück. Ja, wir sind wieder zurück wahrscheinlich. Na egal, dann gehe ich jetzt gerade ein bisschen nach. Ja, für die Monster sind wir zu stark. Aber egal. Umso besser, dann gewinnen wir auch eher. Wieder dahin kommen. Wahrscheinlich war ich sogar doch richtig. Ja, genau. Hier müssen wir durch. Da ist eine Andockstelle. Da müssen wir hin. So, ich hab's doch richtig gemacht. Ah, ich wusste es nicht, Leute. Egal. Die Hauptsache ist,
Wir kommen weiter. So, wir müssen hier hoch. Nach den ganzen Gegnern, die wir hier noch besiegen müssen. Matuyas Hülle. Au, aua. Meine Augen, ich kann nicht sehen. Au, aua. Ohne mein Kristallauge bin ich doch völlig blind. Trotz, dass wir da Augen sehen. Es muss mir gestohlen worden sein beim Satanskraut. Aber von wem bloß? Oh, ist das mein Kristallauge? Es gehört mir. Gebt es zurück. Hier, nehmt dies. Es ist ein besonders kostbarer Trunk. Aber gebt mir mein Kristallauge wieder. Wegtrunk erhalten. Das war doch mal ein guter Handel. Och, ich kann wieder sehen. Endlich kann ich wieder sehen. Ja. Oh, da sind Schatzkisten. Antidot, die habe ich gar nicht gesehen. Ganz zufällig nur. Ah, Portion, Antidot, kann man alles gebrauchen. Ja. Da gibt's nichts mehr. Überall Besen. So, und damit können wir auch wieder zurück zu unserem Schiff gehen. Skeletons, ja, das sind ja mal üppige Gegner. Also schwach. Naja, dementsprechend geben sie auch super wenig bis gar nichts. So, da sind wir jetzt bei unserem Schiff. Da gehen wir jetzt schnell zur Elfenstadt zurück, da wir jetzt den Wegtrunk haben. Na, 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 na. So, das war jetzt geraten, was es hier ist. So. Jetzt gehen wir zum Elfenschloss. Die Musik ist mal... Ja, ist genauso wie in Schloss Cornelia. So, dann gehen wir jetzt zu ihm hin. Der Wegtrunk! Dieses wundersame Gesöff wird den bösen Fluch aufheben und den Prinzen aus dem Schlaf holen. Majestät! Majestät! Mir ist, als sei ich aus einem langen Albtraum wieder erwacht. Oder träume ich gar noch? Wer... Kämpfer des Lichtes, dies kann unmöglich ein Traum sein. Wie es in der Legende geschrieben steht, sollt ihr nun den Zauberschlüssel erhalten, der so lange Zeit in der Obhut der Elfen war. Und damit erhalten wir den Zauberschlüssel. So, und mit diesem Zauberschlüssel können wir Truhen, die wir bisher nicht öffnen konnten, öffnen. Logisch, ne? So, ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier jetzt auch noch was gab. Vielleicht schon. Jedenfalls da. Ich weiß nur nicht, wie ich da jetzt hinkomme. Ja, genau da muss ich hin. Das mache ich jetzt noch in dem Part. Ganz einfach beschlossen. Okay, das war ein Fehler. Scheiße, das war nochmal ein Fehler. Da muss man vorsichtig sein. Ein Knopfdruck und man ist draußen. Aber mit Fingerspitzengefühl kommt man jetzt hier hin. Und da kriegen wir Mithrilhammer, 8800 Gil, 700 Gil und Bronzehandschuhe. Das rüsten wir doch mal jetzt schnell aus. Ah. So.
Und damit war's das jetzt erstmal endlich in diesem Part, der schon ein bisschen länger gedauert hat. Und wir sehen uns im nächsten Part, wo wir weitere Orte suchen, wo wir den Zauberschlüssel benutzen können. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Ciao.